bin Sophie, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute haben wir ein kleines Mini ASOS Accessoire Haul. Aber zuerst, der Pulli ist von Savol, da verlinke ich euch mein Haul. Zu den Haaren gibt es auch ein Video, dazu gibt es einen Link. Und der Make-up-Look auch. Ha! Ich nenne ihn Mermaid Barbie Princess Look mit einem Hauch von 90s, 80s, Rave, Alien-esque, Metallic. Ob der Name wohl so lang ist. Aber cool, oder? Also ich mag's. Dafür, dass ich seit 5 Jahren oder so mich nicht mehr ordentlich geschminkt habe, finde ich, habe ich sehr gut gemacht. Wenn ihr wissen wollt, warum es so lange her ist, verlinke ich euch mein Intro-Video. Immer so viele Links. Aber zurück zum Thema. Ja, also es ist ein kleines Accessoire-Haul. Zuerst haben wir hier diese hübsche Mermaid-Brosche-Pin. Ich zeig's mal. Ich werde euch auch jedes Mal das Foto, wie es auf ASOS aussah, irgendwo hinpatschen, zusammen mit dem Preis natürlich. So, ist die nicht wunderschön? Ist die nicht wunderschön? Und hinten hat die so einen normalen, wie nennt man das? Krokodilclip? Mit der Perle und es ist so ein bisschen, ja, unten lila und dann geht es Richtung durchsichtig mit einem kleinen Stern auch drauf. Ich finde es super cute. So, dann als zweites haben wir diesen Joker. Mit, das sind halt so richtig Plastikperlen in Türkis, hellblau. Sehr metallic, sehr hell und mit dieser goldenen Muschel dran. Ich finde die sehr hübsch. Joker sind halt wortwörtlich Joker, deshalb finde ich es ein bisschen einengend, aber ich finde die super cute. Dann haben wir noch ein Haarteil, das ist ein bisschen pompöser. Auch so, da ist halt so durchsichtiger Stoff drüber, deshalb ist er auch so richtig dick. Und da sind solche Glitzerbommelchen drin. Dann habt ihr hier noch einen durchsichtigen, netzartigen Stoff drüber. Und die zwei Sterne, in dem einen Holo und der andere Glitzer. Hier ist auch so ein Krokodilspänchen oder wie auch immer. Der ist richtig dick. Ich denke, ich werde den, also der ist größer als gedacht, die war kleiner als gedacht und die größer als gedacht, aber ich denke mit so einem Zopf und dann da drauf oder ein Dutt und dann da drauf oder vielleicht ein Dutt, der hinten so hoch geflochten ist und dann andersrum drauf, dann könnte das richtig cute aussehen. Natürlich könnt ihr den auch einfach so an die Seite pinnen oder einfach an die Klamotte, wenn ihr so bei der Strickjacke könnt ihr das dann so reinpinnen. Oder einfach an euren Rucksack oder wie auch immer. Ich finde den auf jeden Fall auch sehr cute. Könnt ihr ein bisschen, erinnert mich jetzt ein bisschen an so Kawaii Mickey Mouse mäßig. Aber auf jeden Fall sehr süß. Dann habe ich ganz viele Ringe bestellt. Die kommen dann, auch die Kette und so, bei jedem Teil kommt so eine kleine ASOS-Kiste dazu. Die Sachen waren halt in Plastiktüten verpackt, aber es gab jedes Mal eine Kiste dazu. Die ist innen mit so Schaumstoff. Und da habe ich dann halt passend zu den Sachen bei den Ringen einfach mit einer Schere einen Schlitz reingetan. Und dann passen die Sachen rein. Abgesehen von dem hier, wenn der halt drin steht, dann geht die Kiste nicht mehr zu. Der ist golden und hat ein rosa Puschel, der ein bisschen flach gedrückt ist, drin. Ich finde den sehr süß. Dann habt ihr so einen riesigen Puschel. Die Sachen habe ich auch alle recht reduziert gekauft, dann waren die recht billig. Dann als nächstes haben wir so einen kleinen Mond. Ich fand den sehr retro, Sailor Moon. Das ist ein Ring für den kleinen Finger. Der ist auch sehr süß. Könnt ihr halt auch nett kombinieren. Dann habt ihr 1000 Ringe. Passt gut
zum Look. Ja, ich glaube, den gab es auch in Silber. Ich weiß nie, wie rum der gehört. Das ist, glaube ich, auch wie ihr wollt. Und dann habe ich, die fand ich super cool, die gibt es so ein Zweierpack. Ich glaube von Monki, aber ich werde euch da jedes Mal verlinken, von wem das ist. Das sind so zwei Ringe. Das ist einmal ein Ohr und einmal eine Nase. Oh, die hört so cool. So richtig mit Detailnasenlöchern und alles. Und das Ohr, wie detailliert das ist. Es reflektiert jetzt so sehr. Aber es ist halt, ihr seht es halt auch auf dem Produktbild und so. Es ist halt so richtig nice. Richtig cool. Ist doch super cool, wenn ihr so eine Nase und ein Ohr als Ringe habt. Also wenn das nicht cool ist. Eine Nase und ein Ohr. Ich habe noch Swatches vom Make-up. Aber das ist doch sehr cool. Das sind die Ringe, die ich gekauft habe. Und dann als letztes, super random, habe ich noch eine Kerze gekauft, weil da Mermaid Dreams drauf stand und weil die Ombre ist. Aber die ist quasi ein Favorite, was ich gekauft habe, weil da ist auch so eine Meerjungfrau drauf. Und die riecht nach Erdbeer und Banane. Ja, die riecht einfach nach Kaugummi und Lollipop und Bonbons und irgendwie erinnert es mich an 90s, ich weiß nicht warum. Aber die riecht richtig auch ein bisschen nach Fruchtzwerge, halt so Kirsch, Erdbeer, Banane, also riecht richtig gut, riecht auch meiner Meinung nach nicht künstlich und finde ich toll. Ich habe sie noch nicht angezündet. Ich will eigentlich nur dran schnüffeln. Ich will nicht, dass die weg ist. Und sie ist so hübsch. So hübsch Deko. Oh. Die ist doch auch richtig schön, Mermaid Barbie Princess. Oh. Also, definitiv gönn dir. Die ist richtig nice. Einfach um dran zu schnüffeln. Das war gar nicht das letzte Teil, voll vergessen. Ich habe noch hier einen Haarreif, den benutze ich gern, wenn ich mich schminke, um die Haare zurückzumachen. Jetzt natürlich mit den ganzen Klimbim drin. Meh. Aber der hat halt so rosa Metallic Sterne drauf und den finde ich auch richtig cool. Der ist auch sehr bequem zu tragen. Finde ich cool. Definitiv auch sehr nice. Ich glaube, Favorite ist der Joker. Die Muschel. Der Ring. Die Kerze. Ja. Kann man die Hälfte als Favorite nehmen? Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mein kleiner Accessoire. Wenn ja, würde ich mich super über ein Like und einen Kommentar freuen. Was war euer Favorite hier? Habt ihr was von den Sachen? Oder was ihr mir sonst so als Kommentar schreiben wollt? Wenn ihr mehr von solchen Zeug sehen wollt, mehr Mermaid, Barbie, Princess, 80s, 90s, Rave, Metallic, Zeugs, dann definitiv abonnieren, da kommt definitiv auch noch mehr. Da kommen Klamotten-Hauls, Accessoire-Hauls, Schmink-Hauls, Reviews, First Impressions, Make-up, Get Ready With Me's oder wie auch immer wir das nennen wollen. Nicht richtig Tutorials, denn ich habe nicht wirklich Plan, aber ja. Definitiv abonnieren, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.